Durch den Öffi-Ausbau U2, U5 wird die U-Bahn künftig von Hernals bis zum Karlsplatz fahren. Wer wird schneller unterwegs sein? Das Auto oder die U5? Ben oder Rita? Finden wir es raus. Beide starten beim Elterlandplatz und wollen zum Karlsplatz. Ein Auto darf im Stadtgebiet maximal 50 km/h fahren. Die U5 fährt in einem eigenen Tunnel auf einem eigenen Gleis und kann so auf bis zu 80 km/h beschleunigen. In der U-Bahn liest Rita gerne ein Buch oder schaltet einfach mal ab. Ben muss sich auf das Fahren konzentrieren. Er ist gestresst von zahlreichen Kreuzungen, Spurwechseln und dem dichten Verkehr. Ben muss jederzeit mit roten Ampeln und Stau rechnen. Rita hingegen ist in wenigen Stationen am Ziel. Ben braucht für die Strecke im Morgenverkehr rund 20 Minuten, manchmal auch länger. Aber Moment mal, Parkplatz suchen muss er auch noch. Mit der U5 hat Rita in nur 11 Minuten ihr Ziel erreicht und hat noch Zeit für einen Kaffee. Rita sitzt entspannt bei ihrem Meeting, zu dem Ben nach all der Hektik auch noch zu spät kommt. Klare Siegerin ist Rita mit den Öffis. Sie ist schneller am Ziel und kommt dort mindestens doppelt so entspannt an. Wer vom Auto auf Öffis umsteigt, spart täglich Zeit, Geld und Nerven. Durch den U-Bahn-Ausbau U2, U5 wird das Öffinetz jetzt noch attraktiver.